das, wenn man jetzt jemandem hilft, ob das jetzt finanziell ist oder irgendwie auf eine Art und Weise, und dann braucht man seine Hilfe und er hat die Möglichkeit, dem dann zu helfen, aber macht das nicht. Nein. Wie ist das? Ein Bruder sagt, ich helfe jemandem, aber ich bin dann selber in Bedrängnis, er hilft mir nicht. Wie ist die Sache? Schaut mal, deswegen sagen wir immer, wenn man jemandem hilft, soll man das nur für Allah Azza wa Jalla machen. Warum? Weil Menschen sind sehr undankbar, wir kennen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Wir helfen euch nur für das Wohlgefallen Allahs. Weder wollen wir von euch Dank noch Lohn haben. Und das ist die beste Einstellung, damit man den Lohn von Allah bekommt. Weil es kann sein, dass du jetzt jemandem hilfst, du sollst ihm nicht helfen mit der Absicht, vielleicht kann er mir auch helfen. Nein, sondern du hilfst ihm nur für Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass ich jemandem helfe, einem Bruder von mir helfe, in einer Angelegenheit, wo er meine Hilfe braucht, ist mir lieber, als dass ich einen Monat in meiner Moschee, mein Masjid al-Nabawi, I'tikaf mache. I'tikaf ist, dass man sich zurückzieht in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Was macht man in diesen Tagen? In jedem Fall deine Gebete, in jedem Fall viel Koran lesen, in jedem Fall viel Dicke. Das ist besser, dass du einem Bruder hilfst, als dieses an guten Taten zu machen. Allahu Akbar. Deswegen erwarte von niemandem Hilfe, Achikarim. Er muss dir nicht helfen und du sollst nicht sauer sein, weil hier kann was passieren, dass ihr euch auseinander dividiert. Möge Allah so die Herzen der Muslime zusammenbringen. Na, bitteschön.